Neuer Handel, neues Glück. Also hier steht schon richtig geiles Zeug rum. Willkommen in einem weiteren Video der Firma Autogesellschaft. Ich bin der Schwitzen-Enrico. Hinter der Kamera steht der Schwitzen-Julian. Wir Vollidioten sind extra aus Dresden hier nach Dubai gereist, um bei 44 Grad im Schatten dämlich Autos anzuklotzen für euch. Nee, auch für uns natürlich, weil wir da Bock drauf haben und fühlen es komplett. Übrigens jetzt hier was richtig geiles, Kunde. Hagenarms, der beste Grüße gehen nach Japan. Ungefähr 100 runter. Was war das? 53.000 DH. Jo. Guten Morgen. Ein Geschenk des Gott, ein Geschenk des Himmels, originaler 63er Coupé, klar, Scheibe ist vorgetönt, ist halt mal so, ne? Muss man mit umgehen können, aber doch geschehen. So, das ist hier in Enricos Ecke auf jeden Fall gerade, würde ich sagen. Mhm. Kunde, also die Kameraden, ne? Die chillen hier schon eine Weile rum, auf den Zimmer mal richtig annehmen. Also ich glaube, wenn die hier irgendwie 5 Autos kaufst, schenken sie dir den. Und den auch. Das ist hier ein bisschen die Schmutzecke. Alter, guck mal, wie die Sonne den gefickt hat. Boah, Alter, geisteskrank. Das sieht aus, als hätte man den abgeschliffen. Richtig brutal. Oh. Uiuiui. Ja, aber innen drin geht noch. Obwohl, man hat ja auch schon ein bisschen sich hier bedient. Oh ja. Wenn man was brauchte, mal schnell hier rausgeholt. Wie bei uns. Das kenne ich irgendwoher. Eieiei. Ja, wer einen Schlachter sucht irgendwie, für Teile, ne? Kriegst du hier wahrscheinlich was für Schmales. So, was haben wir hier? Hi, Sir. What's the price for this? 25. Junge. Jetzt mal ohne Scheiß jetzt, ne? Wenn du den nackten Preis jetzt nur siehst, nur den verfickten nackten Preis. Was ist der Mileage on the car, you know it? 80.000. 80.000 Kilometer. Der sieht noch nicht mal schlecht aus. Ich glaube, die Reifenkombination, die da drauf ist, ist sowieso verkehrt. Ich glaube, der Reifen ist zu viel Stretch. Ich glaube, der Reifen ist zu schmal, würde ich sagen. Ja. Aber Alter, das Ding, wenn du den jetzt hier clever verhandelst, gibt es den einfach mal für 5.000. Hier ist die Scheibe ausgelaufen halt, ne? Ja, so Kleinigkeiten. Das ist halt ein Thema, ne? Da reißt halt der ganze Fickfack. Da hat man schon mal mit Silikon hier nachgezogen, so wie das aussieht. Weil ab und zu regnet es auch mal. Das kommt zwar nicht auch vor, aber es regnet auch mal. Scheinwerfer musst du aufarbeiten. Er steht sogar mal gerade und du kannst davon ausgehen, der steht schon lange hier. Also finde ich, ganz ehrlich, wahrscheinlich kannst du denn jetzt hier irgendwie einen Preis um die Ohren haben und sagen, komm, gib her die Bude. Ganz ehrlich, und hier die Felge von dem hier. Alter, was ist das? Meine Güte. So, hier haben wir einen 97er, 320er, auch irgendwie 92.000 Kilometer wohl drauf. Also die Frage, lohnt sich die Reise nach Dubai? Muss natürlich immer jeder für sich selber beantworten. Man braucht hier wirklich Geduld und Ausdauer. Also natürlich kannst du Glück haben, du kommst hier auf irgendeinen Hof gelaufen, findest direkt ein Auto für dich, kaufst das, bist fertig, kannst Urlaub machen. Wenn du das jetzt aber wirklich mit der kommerziellen Absicht hast, so wie wir wollen also hier Autos kaufen, zum Geld verdienen, dann ist es halt eine Woche lang rumrennen und wirklich auch schwitzen. Und, weiß nicht, gefühlt am Tag 6 Liter Wasser saufen. White Body. Oh. Uhuhu. Wow. Lecco Mio. 75. Es wird White Body, ja. Okay, ist ein bisschen teuer, ein bisschen umgebaut, ne? Das ist nichts für uns. Wichtig ist, ne, du stehst jetzt hier zum Beispiel an dem CL jetzt hier, ne? So ein 500er und der sagt jetzt irgendwie einen coolen Kurs an. Dass du da nicht gleich durchdrehst, sondern am besten erstmal weitergehst, easy bleibst und nach anderen Autos dich erkundigst, dass der, weil wenn die spüren, dass du das Ding haben willst, mach's ja normal, ist verständlich, läuft dann in Deutschland genauso. Aber die sind hier richtig ausgebufft, die Jungs, weil im Regelfall wissen die sofort, wo du herkommst. Oder die fragen dich das und wenn die mitbekommen, ah, deutscher Wichser ist da, dann geht der Preis nochmal nach oben. Ne? Das sieht gut aus, ne? Ja, rost-free auf den ersten Blick. 122 runter. Oh. E55, what's the price? 45. Yeah. Oh, das ist okay, ne? Schon lange nicht mehr gesehen, ne? Das ist zwar eine 211er Felge, würde ich sagen. Ja, die Heckklappe musst du mal tauschen, aber ansonsten. Ja, Heckklappe rusty, ne? Das ist. Aber naja, gut, die kriegst du nicht mehr gerettet. Und Julian, catch ich hier irgendwas? Naja, wie gesagt, der 220er, den finde ich noch ganz geil. Den 220er, wo? Wobei der auch hier breit ist irgendwie. Der hat komische Radläufe dran. Ah ja, irgendwie sieht es so aus, aber es kann nur täuschen, ne? Naja, ich glaube schon, dass der. Das ist ein 55er. Ist der gebastelt ist. 116 runter. What's the price for the 55? 45.000. Du hier im S55, Junge. Jo. Ist das ein Facelift? Nee, ne? Nee. Schade. Das sieht irgendwie geil aus hier. Was, der hier? Ja. Ja. Das finde ich jetzt nicht schlecht. Ist sogar ein 65er? Nee, glaube ich nicht, oder? Ist das ein 65er? Ganz vorne steht hier? 63er. Ah, okay. 61. What's the price for the 63? 210. Aber das ist schon geil, ne? Ja, Alter, da kannst du. Please? Edition 1. Ja, Edition 1, ne? Jetzt haben wir hier einen 63er AMG. Der ist wirklich schön. Also der ist wirklich
nicht schlecht, hat auch wenig runter, hier müssen wir dann mal die Historie checken. You have a win number for me. Ich gehe nochmal drüben gucken. Also den finde ich persönlich nicht schlecht, das könnte man mal abklopfen, ob der Preis passt und ob die Historie passt von dem Ding. Freunde, also wie gesagt, wir fragen vorher mal an, ob wir filmen dürfen. Und die meisten sagen, dann ist kein Problem, aber erwähn mich. Na, also wir sind jetzt hier bei New NS Motors FZE in Dubai AutoZone. Und die haben uns gestartet hier zu filmen. Ei. Mit 65er Felge drauf. Scheiße verkauft. Verdammt! Oh. Carbon drin. Haben wir schön umgebaut. Also ich finde das ja hier fast noch geiler. Die Farbe ist wild, oder? Mega geil. Ist zwar innen hell. Ja, innen hell, ne? Aber mit der Außenfarbe geht's, finde ich. Schönes Auto, oder? Ist das eine originale Farbe? Das ist die Originalfarbe, ja. Wild. 500er, hier 126er und Blau Uni, ne? Ja, da kenne ich jemanden, der würde da sofort steil gehen, mein Architekt nämlich. Ja. Dunkelblau Uni, so ein Taubenblau ist das so ein bisschen. Das ist doch die Dubai-Kombination, ui, die man sehen will. Das ist ja mal irre, da musst du aber wirklich einen finden. Mit heller Kastanie, du, ich weiß nicht so recht. Könnte schwierig werden. Hier 430er V8, 279 PS, Gas auch im ML, die Kiste und in der S-Klasse. Schwarzkunde. Mit der Felge? Mit der 65er Felge, ob sie gern schwarz, so wie es aussieht. Aber innen drin eben auch so die helle Kastanie drin, ne? Scheiß drauf. Ich habe gerade mit Hagen kommuniziert, den sein blauer, was ist das, ein S65, was er da hat, ne? Ja. Kunde, das Ding ist so geisteskrank, das darf der niemals verkaufen. Wenn er das macht, müsste man ihn in die Hand abhacken. Der braucht auch eine komplette Lackierung in Alexandritgrün, der steht schon ewig. Aber das ist wirklich krass, ne, der Lack. Also wirklich nur durch die Sonne. Innen drin sieht das Ding eigentlich noch echt gut aus. Aber das Leder bestimmt auch hart und so ist, oder? Ja, brüchig, ne? Brüchig irgendwann, ne? Also das wird dann, muss ich, weiß nicht, ob da noch eine Lederpflege, wer Plan hat, da was machen kann. Der sieht schon ein bisschen gerockt aus. Dann 126er, der ist auch schön hier, ne? Ja, der ist sehr schön. Faselnfelge, 600er nochmal. Lostrinser? Lostrinser Kotflügel, ne? Und Lostrinser Innenraum, also eine Kopfstütze wenigstens. Naja, gut. Aber intern ist ja schön, das Lenkrad ist hübsch. Warte mal, reinfilmen. Auch ein V12. So, Jürgen, hast du irgendwie eine Frage zu irgendwas? Ja, zu dem hier. Den hier? Sir, what's the price of this one? 48. Und the mileage is 135. 135. Ja. Ja. Das ist nicht 48. Schlecht für ein Facelift, ne? Ist okay eigentlich, ne? Also für mich jetzt nichts. Wenn du dich dafür begeistern kannst. Mit elektrischen würde ich sagen, hinten alles elektrisch, ja. Guck mal, was ist eigentlich mit dem 124er T? An denen sind wir komplett vorbeigelaufen. Ja, was ist denn das für eine Maschine hier? Das ist die Frage. Wird ein 320er sein? Wahrscheinlich, ne? Mit Stoff und Holz und elektrischen Sitzen. Und vor allem, guck mal den Zustand an. Ja. Das ist da echt gut. Ich meine, gut, das Holz ein bisschen gerissen, ne? Ja, das gute Lenkrad hat man nachgerüstet. Ist auch ein bisschen kaputt. Aber echt geil, ne? Elektrische Fenster hinten. Fühl ich das Ding, Kunde, fühl ich. Ja, hier war mal das Reserverad. Ja. Ne, dann müsst ihr halt dann hier unten noch umsuchen. Gut aussieht, ne? Aber der macht einen fitten Eindruck erstmal. Hier fehlt die Beplankung, da kannst du mal gucken, wie es rostet. War wahrscheinlich schon mal ein Deutscher, da hat schon mal nachgeguckt. Ne, aber komm, ganz ehrlich, ne? Also jetzt mal ohne Scheiß, hier ist nichts dran an der Karre, ne? Holz aufarbeiten kann man machen lassen. Ne, da gibt es Firmen, die machen das wieder, setzen das nicht schleifen das ab, ne? Genau. Ich finde den auch gut, ja. Und vor allem in dem Zustand, da kriegst du bestimmt in Deutschland irgendwie... Du als erstes. Wenn du einen hübschen machst noch ein bisschen. Ja. Dann würde ich sagen 16,9. Ich hätte so 15 gesagt. Ja. 14,9. Neues Blinkerli reingebaut. Umbau muss hier nichts. Den kannst du eigentlich. Du müsstest jetzt nicht mal was lackieren groß. Nee. Hier hat er ein paar Dellen drin, die müsstest du gleich mal rausdrücken. Und dann sieht das Ding eigentlich gefühlt aus wie. Wie fast aus dem Laden. Wie 10 Jahre alt. Ja. Und nie wie knapp 30. Zum Beispiel fast 30 Jahre alt, ne? Das musst du dir mal überlegen. Wollen wir mal fragen, was er dafür will? Ja. Ob er uns da die Schuhe auszieht, weil er uns irgendwie einen Schweinepreis um die Ohren sagt oder weil er uns das Stink schenkt. So, excuse me. No, no. The, yeah, yeah. 25. Ja, das habe ich jetzt geschätzt. Mhm. Und der SL? The blue one? 55. Please? 55. 55. Okay, thank you. Pass auf, dann checken wir heute Abend auch nochmal. Also checken das dann alle Preise dann nochmal ab. Und vergleichen das mal am Markt, was Sinn macht, was keinen Sinn macht, ne? Mit allen Gebühren und so weiter. Wir überschlagen das natürlich immer grob hier, ob das Sinn macht oder nicht. Dann überlegen wir uns, macht Sinn? Wollen wir hier nochmal angreifen oder lassen wir es bleiben? Ja, hier ist so eine bunte Colorado-Mischung dabei. Schon wieder die wildeste Scheiße, ne? Neue S-Klasse. 440 mit Stoff, moin. G63 neues Modell. Mit Stoff? Ja, mit Stoff. Alter. Velour? 500er mit Stoff. Ja, hier. Das ist es. Gab's eben auch, ne?
Wobei Velour ja teurer war als Leder, ne? Sagt man. Richtig. Ist auch so gewesen, ja, glaube ich. Beim 126er auf jeden Fall. Siehst du irgendwas, was dir gefällt, Julian? Gefallen, ja, kaufen. Nein. Ja, wahrscheinlich sind die neuen Modelle, die sind einfach preislich zu krass. Ja. Nicht traurig sein, Leute, das Video geht gleich weiter. Nur kurze Werbung in unserer eigenen Sache. Und zwar kaufen wir seit geraumer Zeit eure Autos auf aus der Community. Vielen lieben Dank für die zahlreichen Zusendungen. Wenn ihr Fahrzeuge zum Verkaufen habt oder jemanden kennt, der eins verkaufen möchte, dann kann er das hier auf einen relativ entspannten Weg tun. Schickt uns einfach per WhatsApp hier auf diese Nummer. Bekommt ihr von mir relativ zeitnah eine Rückmeldung. Ich brauche von euch einen Kilometerstand, eine Fahrgestellnummer, ein paar Bilder, kurz ein paar Details zum Fahrzeug und eine Preisvorstellung. Und wir kaufen noch bis 90.000 Kilometer roundabout. Kaufen wir auf. Mehr geht leider gewährleistungstechnisch nicht mehr. Habt Verständnis dafür. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Ich bin jetzt an der Stelle raus. Viel Spaß mit dem Video. Ciao. Weiter geht's, Freunde. Sind wir hier. Übrigens ist das hier, gehört das quasi zu dem Händler, wo wir damals auch Autos schon gekauft haben. Und zwar Reichlich. Da musst du halt Hölle aufpassen, die Typen sind halt sehr, sehr gebieft. Ne? Du kaufst jetzt hier ein Auto, denkst alles soweit safe und dann fangen die aber immer an. Ja, noch dies, noch das, Ersatzschlüssel extra bezahlen, so ein Käse, ne? Mit so einem Bullshit kommt dann um die Ecke im Zweifel. Ne? Guck mal, ist das ein M5, Alter? Ja, sieht so aus, ne? In der Farbe hat man den schon mal, genau in der Farbe. Echt? Ja. 80.000 Kilometer soll er runter haben, ne? 2006er. Boah. Ach, hell, richtig hell ist richtig der. Hell. Also okay. Ganz, also hell, hell. Ja, irgendwie ist das schon wieder so kacke, dass es geil ist, ne? Ich finde das geil. Altes Modell mit Heckrollo und den ganzen Quark. Das ist halt viel so Sisyphus-Arbeit, das schön zu machen hier, ne? Muss man alles auseinandernehmen. Hier, gut, die Scheibendichtung geht ganz, relativ gut. Da müssen wir mal fragen. Was ist der Preis für der M5? 80, hm? Ja. Oh, little damage hier. Da ist mal einer dagegen gefahren, ne? Das ist die Haube krumm. Aber ganz ehrlich, ne? Du bist aber ein 20. Ist jetzt nicht so schlecht, ne? Das wäre ein cooles Mitbringsel, oder? Ja, die Innenausstattung ist geil vom 600er. Alter, ja. Das ist ja wirklich pervers. Das ist krass, ja. Das ist wirklich krass. Mit dem Holz auch noch dazu? Ekelhaft ehrenlos. Weiß ich nicht, ob ich mir so ein W12-Ding antun müsste. Ich glaube, das ist mir zu wild inzwischen. Das geht eigentlich immer hier ins Zündrot, ne? Mhm. AMG. Also die Felgen hinten. Alter, was ist das denn? TÜV AD. Kannst du vergessen. Ja. War bestimmt teuer, die Scheiße. Aber TÜV kannst du da vergessen. Oh, SEK 55. Oh, das ist geil. Das ist interessant. Die Felge ist halt ein bisschen... Ja. Kann man machen, muss man aber nicht. Oh, der kommt gut, ne? Oh, mit Innenrot auch noch. Oh, der ist ja richtig pornografisch. Kleine Klimablus drin. Erstgar Vater. Großes Navi. Was hat er denn auf der Uhr stehen? Nee, 65,6. Okay, das geht. Aber das ist geil. Sag ich dir ganz ehrlich, das Ding, 354 PS, 5,5 Liter Sauger, das ist es einfach. Felge würde ich schwarz machen, komplett. Mhm. Da kommt es gebückt, ne? Oder Silber. The price for the SLK? 102, okay. Hm. Ja, ein bisschen teuer, ne? Freunde, ich sag euch, eigentlich am geilsten ist hier der M5, ne? Der hat da vorne einen Bumser, ne? Ja. Can we open the hood from the M5? Is it possible? Lass mal gucken hier, ne, wie es aussieht alles. Na, hier hat er einen Bumsi gekriegt. Aber hier, so ein bisschen ist das krumm. Siehst du das? Ja. Ganz leicht. Siehst du den ganz leichten Blick? Ja, hier, genau. Hier geht's lang, ja. Scheinbar war alle noch ganz, obwohl Sepang die hier schon mal anders gesessen sind. Würde ich sagen. Könnte auch täuschen, aber... Kotflügel sehen aber ganz gut aus. Wir wissen ja vom Zalo, Augen auf beim Gebrauchtwagenkauf. Du kannst in so eine Karre so schnell so viel Geld versenken, das ist einfach nur absurd, wirklich. Ohne Mist, weil der Motor, der hier drin steht, ne, das ist nie irgendwie irgendein Motor, den man irgendwie mal gebaut hat, sondern der Motor ist wirklich, wie soll ich sagen, ist ein Motorsportmotor, also vom Grund her. Ne? Das ist quasi ein Formel-1-Motor vom Grundaufbau. Und dementsprechend, wenn du die Dinger Hand dran nimmst, dementsprechend teuer kann das auch werden. Mhm. Oder auch generell der Unterhalt von so einem Auto. Bei so einem Auto sind wir schnell 3.000, 4.000 Euro im Jahr weg. Das Einzige, was beschissen ist, ist die Heckklappe. Hast nur die kleine, aber du kannst das hier tauschen, glaube ich. Dann kriegst du hier die, weil unten drunter ist es immer gleich und du kannst, glaube ich, hier diese Blende tauschen. Ist das so, dass das gleich ist? Ich glaube ja. Aber wäre halt scheiße, wenn nicht, ne? Nee, ich glaube, das kann man... Schreibt es gerne in die Kommentare, ich bin mir jetzt auch nicht sicher. Mal gucken, wie das Ding klingt. Mhm. Okay. Aber die Farbkombination genauso, ich sag dir, das, ich erzähle jetzt eine Real-Life-Story, ist kein Quatsch. Wir hatten genau das Auto, ich glaube aber, wir hatten, ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, dunkles Holz drin. Ne? Da haben wir einen spanischen Kunden dafür. Das ist kein Quatsch, der kam irgendwie aus Marbella oder sowas. Kam der angereist, sieht das Auto, freut sich, pass auf, und dann macht er Folgendes. Oh no. Tür zu und geht. Wollte wieder gehen. Er wollte direkt wieder gehen. Wirklich. Wegen der Farbe. Weil die Sitze
haben ihm nie gefallen und die sahen für ihn auf dem Bild anders aus. Der ist dann also umsonst nach Deutschland gekommen. Krass. Ja, fängt er an sich zu schütteln, der Kollege, ne? Das kann bei dem Auto natürlich dann alles sein, ne? Also, wir kennen ja die Zallo-Videos, die meisten von euch. Hat er ein Rollo hinten? Ich glaube, Rollo hinten gab es noch. Hat er, ja. Das ist am Start. Ansonsten, man müsste SMG auslesen, man müsste auf jeden Fall eine Runde fahren, Lackschichten mal prüfen und so weiter und so fort. Ist hier die Devise lieber gleich festmachen oder lieber noch weiter? Nö, ein bisschen entspannt bleiben. Ja. Also ganz ehrlich, wir sind am ersten Tag. Ja. Meine Empfindung ist folgendes. Guck dich in Ruhe um, lass dir Zeit, überlege dir, was du willst, also sprich, so wie wir jetzt, wir sondieren den Markt, wir checken die Preise ab, holen uns Infos ein und dann setzen wir abends in Ruhe im Hotel bei einem kalten Bier und checken die Preise und kalkulieren, was kostet. Musst du ja erstmal alles gesehen haben. Genau, reden mit dem Shipper und wenn du weißt, okay, der könnte passen, hier sind wir vielleicht bloß, weiß nicht, 5.000 der haben auseinander oder sowas oder vielleicht 10.000, man weiß es manchmal nicht, dann gehen wir nochmal hin und gucken uns das nochmal im Detail an und fangen dann an zu verhandeln. Wenn wir wissen, okay, es könnte passen, aber nee, ich gehe jetzt hier hin, gehe dann aufs Schwein, mache eine Probefahrt, verhandle bis auf Messer den Preis und sage dann, ich überleg's mir, danke. Ja. Da könnte ich einfach nur reinspringen. Weil ich gehe da anders ran. Ich überlege mir vorher, was ich will. Und der hier könnte echt ein Kandidat sein, der vielleicht im Container steht dann. Schön ist natürlich, du machst die Karre an und das Öl hat schon 50 Grad. Das ist sehr praktisch, ja. 60 sogar. Wir sehen eben nichts von Lagerschalen und sowas. Und hier ist nichts drin, oder? Hier ist alles leer, ne? Jo. Ja, perfekt. Ja, stimmt, Lagerschalen, ne? Ja. Das weiß eben nie. Ne? Und das 90.000 könnte jetzt sein, das ist jetzt einfach mal alles dran. Aber Originalauspuff und so weiter scheint drunter zu sein, ne? Also vom Sound her. Klingt alles sehr. Ja. Flüstertüte. Klingt doch geil irgendwie. Also ich finde das gut. Ich finde es ganz ehrlich, das ist ein ganz besonderes Auto. Seitdem wir den Touring mal hatten, holt mich das auch extrem ab. Ja. Da ich immer noch Gänsehaut gefühlt. Ja, aber ich denke nicht, dass du für so ein Ding 40.000 kriegst. Du kriegst vielleicht, ein Gerl auf VK ist vielleicht so 29,9. Mhm. Aber das wird nie ziehen, das kriegst du halt nicht hin, ne? Mit Shipping und den ganzen Käse. Ja. Das haut einfach nicht hin. Also du machst halt wirklich einen richtig guten Paketpreis, weil wir noch zwei, drei, vier... Wenn du noch zwei, drei Autos jetzt findest, du machst einen richtig geilen Preis, aber dann geht man ja schon wieder viel mehr aus, als wir eigentlich wollten, ne? Ganz ehrlich, weißt du, wie lange ich so ein Auto schon nicht mehr gesehen habe? CLK 55 Coupé, in schwarz. Ah, der ist verkauft. Toll! Oh, oh, schade. Dann lass mal schauen. Also wir sind jetzt hier quasi in der nächsten Location angekommen. Was ist mit dem hier? CLS? Ja, 55. Kann aber auch. Sieht aber. Ist eine große Bremse drauf, die ist sogar relativ frisch. Sieht auch nicht schlecht aus. Sieht auch gut aus. Ah, das Lenkrad. Aha. Black Series Style. Mhm. Ja, gut, was soll es. Aber innen drin alles mit schwarz und dem Vogelaugenahorn dunkel. Finde ich aber geil. Sieht, kommt gut, ne? Ja. Da meckert schon die SPC. Ist doch schön, oder? Ja, so muss es sein. Wenn die SPC gleich losgeht. Der sieht auch vom ersten Eindruck her nicht irgendwie gebumst aus. Nee, der macht einen fetten, ne? Ja. Gut, zu teuer. Haben wir so einen Ballonreifen gesehen auf der S-Klasse? Alter, was ist das denn? Ein Drag. Alter, was? Da haben sie gerade das genommen, was gerade übrig war, oder was? Auch wilde Farbe. Mhm. Ist ein bisschen rot. Die Farbe braun. Ist krass, das ist violett, oder? Ja, ja. Ich sag, es ist violett. Die Farbe ist krank. So, hier haben wir nochmal ein V8-Biturbo. Das ist doch zu teuer. Hier ist noch was Schönes. Wieder was schön Sinnloses. Ich finde die Dinger geil. Du kannst dir sagen, was du willst. Wie sieht denn das von innen aus? Alt und ranzig eigentlich. Also für einen Fan, der es nicht geil findet, der findet es scheiße. Ja, ich finde es scheiße. Perfekt. Oh Gott, dann haben wir es geklärt. Ich finde die Türen wild. Das ist richtig cool. Das ist schon geil. Das ist einfach du. Stell dir vor, du und deine Dudes, ja? Ja. Auf dem Budapest-Trip. Einer fährt und alle anderen sind voll bis oben hin. Kannst du nur für ganz, ganz kleines Geld mitnehmen, nimmt aber einen Haufen Platz weg im Container, ne? Naja. So ein Thema. Da kannst du nicht stapeln, ne? Ne. What's the price for this? 145. Okay, 145. Und elektrischer Hocker da hinten auch, ja. Aber kann sein, dass die Preise für die neueren S-Klassen eigentlich interessanter sind sogar? Du musst ja alles noch oben drauf rechnen, das ist das Problem. Ja, man lässt sich halt immer verleiten von den... Man lässt sich immer schnell verleiten und denkt, das ist alles total günstig. Aber hier musst du genauso hart verhandeln wie überall. Oh, was ist denn das? Hat das hier, das hat eine wilde Innenausstattung. Das hat eine wilde Farbe, ja. Ja.
Also die Schaltpanels auch. Mm-hmm. What's the price for this car? There is a written C5. A means 1, B means 2, C means 3. Yes, I know what you mean. 35. Mm-hmm. Mm. I like our name, 417 DAG. Okay. You got the codes. Yeah. Okay, good. Now you can read the prices. Yeah, okay. Yeah. Ah, hier steht, das ist aber dicke Scheiß. Ja, das sind die Buden hier, ne? Ah, hier. Da sehe ich uns. Ja, da sehe ich uns auch. Ach du heiliger Scheiß. Oh Gott, was ist das? Gottes Willen. Das ist die Macht. B8, das ist billig, das Ding. Ja gut, da fällt die Sitzwange hinten raus. Also Brother, can you tell me the price of this car? 28. Oh my God. Yeah, and the brain. I thought you forgot. Boah. Is this from the sun here or it comes like in this condition from Japan? Or is this from the sun? It's from the sun. From the sun here. Mm-hmm. Geisteskrank, oder? Ja, wild, ne? Die armen Autos eigentlich. Was hier vor sich hinrottet, verdammte Scheiße. Ein Fahrstuhl, er gammelt einfach V12 rum. Ja, einfach so. Das ist absurd, ja. Krass, Alter. Oder hier 126er. Auch ein richtig lang und weiß und geil. Eigentlich ja. Aber. Aber noch ein Jahr länger hier oder zwei, dann kannst du gefühlt auch. Das sieht aus wie der 124er. Soll ich mal was sagen? Hm. Ich habe schon für einen 500er, no joke, in Euro umgerechnet. Mal 3.000 Euro bezahlt hier. Also netto. Netto, ja. Ne? Also plus alles. Reiner Kaufpreis hier. Aber ganz ehrlich, die 124er T-Modelle, ich glaube, die sind bei uns in Deutschland. Sind die, glaube ich, im Kommen. Wobei hier das ganze Dach lackieren muss, ne? Ja, stimmt. Da geht's schon wieder los, das Theater. Da war der andere besser. Da ist die hier auch echt zu tun ohne Ende. Die Doorpins, die passen nie. Nee. Weiß nicht, was das ist. Und die Innenausstattung passt irgendwie auch nie. Die Sitze. Wenn du mich fragst. Echt? Denkst du? Die sind da aus dem älteren Modell, natürlich. Okay. Würde ich sagen. Hm. Oder? Also das ist ein 94er, oder? Mit Beifahrer-Airbag? Ja, gut, okay. Hast du recht. Das ist ein 94er, das kann nicht sein. Das sieht aus wie im 107er, ne? Das sieht aus wie im 107er, 126er. Also die Sitze passen hier nicht rein, würde ich sagen. Schreibt es in die Kommentare, aber so kenne ich es nur aus den Vormopf-Modellen. Weißt du? Mhm. Wir müssen heute ein bisschen undercover-mäßig filmen, weil wir uns eben nicht ganz sicher sind, ob man es hier filmen darf oder nicht. Alter Gottes Willen. Ja, mit dem Dating ist natürlich sehr unauffällig. Ja. Sowas habe ich in meinem Leben noch nicht gesehen. Wer macht denn sowas? Ist offen hier? Schade, dass es hier vor sich hingammelt. Wirklich ohne Mist.